Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster, heute am Mittwoch. So, wir werden jetzt erstmal weiter an Berg bauen. Ganz, ganz viele haben jetzt doch geschrieben auch, dass ich doch noch an Berg weitermachen soll, das Ganze detaillierter gestalten soll. Und wir erst, wenn das hier richtig fertig ist, dann mit dem nächsten Themenbereich mit Island anfangen. Ich muss mal schauen, was bei Island alles reinkommt. Lassen wir uns mal so ein bisschen überraschen. Ich werde mal gucken, im Gruselbereich wollte ich auch noch was bauen, sowas in der Richtung. Muss ich nur schauen, wie groß ich das jeweils mache. Bei Island, das wird generell ein bisschen größer, weil ich die Blue Fire nicht auf so winzig kleinem Raum natürlich nachbauen möchte, sondern möglichst detailgetreu. Dann wurde noch nach einem Wing Coaster gefragt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Auch die Black Mamba ist noch ganz hoch im Kurs. Ich muss mal schauen, was ich jetzt noch alles davon wie, wann, wo hinbaue. Ich kann nicht versprechen, dass alles in diesem Park hier Platz finden wird, da wir momentan noch nicht den Park erweitern können. Aber müssen wir mal gucken. So, ich sollte hier noch mehr Rauch und Qualm reinmachen. Fangen wir doch direkt mal an damit. Ich wollte jetzt nicht so diesen richtig dicken Rauch hier reinmachen, beziehungsweise ungerne. Kann ich auch machen, aber will ich jetzt nicht hier komplett. Also so, dass es hier so ein bisschen so in den Eingang rein vielleicht. Das hier will ich so hinbauen, dass das nur noch ganz weit unten ist. Ah ne, warte mal, das qualmt ja jetzt schon so krass. Dann würde ich das da jetzt eher wegmachen. Beziehungsweise nicht noch mehr machen. Aber von dem Wasserdampf möchte ich hier gerne noch das ein oder andere reinhauen. So. Das soll hier nämlich noch ein bisschen mehr... Der Tunnel soll ein bisschen nebeliger sein. So. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin hier. Das hatten auch ganz viele geschrieben. Ob ich hier nicht das noch komplett durchmachen kann. Kann ich natürlich machen. Jetzt muss ich das aber ein bisschen verrücken. Das sieht man hier so. So, ein bisschen in die Richtung. Sehr gut. Und das ein klein wenig in diese Richtung. So, jetzt ist es hier auf jeden Fall ziemlich nebelig drin. Das ist vielleicht fast schon zu viel hier. Warte mal, wo ist denn dieses andere Teil davon? Ah, ich finde es nicht. Das finde ich, glaube ich, nicht mehr. Man müsste hier so eine Ansicht machen können, dass man durch den Boden durchgucken kann, wenn man da jetzt noch irgendwie was ändern möchte. Und hier hatte ich noch was geplant. Der schläft hier zwar, aber... Scenery, Special Effects. Was ist denn Flamethrower? Das ist das. Explosion wollen wir nicht. Burst. Das ist so. Das ist immer wieder so. Und das ist durchgehend. Narrow. Der kleine. Und der hier macht einfach immer nur... Dann probieren wir mal gerade was aus, denn ich war nämlich gefragt worden, ob ich das hier nicht so machen kann, dass der Drache immer mal wieder Feuer spuckt. Muss ich mal gucken. So. Ich weiß nur nicht, wie das dann aussieht, ob wir dann nicht unsere Fahrgäste ankokeln. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. So, wie müssten wir das hier überhaupt platzieren?
So, und jetzt wieder ein bisschen rein. Ich glaube, das ist wirklich dann so ein bisschen Zufall. Ich hoffe, wir brennen jetzt hier keinen ab. So, aber das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Es ist halt mit dem hier ist es wirklich relativ easy. Mit den anderen ist es ein bisschen schwerer, die nicht hier einfach nur liegen. Denn die bewegen ja, wow, die bewegen ja entweder ihren Kopf hoch und runter oder stellen sich so komplett auf die Hinterbeine. Deswegen geht das eigentlich nur bei dem Schlafenden wirklich gut hier mit dem Feuer. So, wir könnten hier noch ein bisschen, wir könnten hier sowohl noch mit Steinen machen, als auch hier so noch so ein bisschen das Terrain anheben. Können wir beides machen. So. Ich mag so ein bisschen diese Hohlwege, weil der Blue Fire ist ja auch viel so in diese Steine eingefasst. Da werde ich auch wieder meine Freude dran haben. Okay. Bäume fehlen definitiv ja auch noch. Hm. Hier könnte ich auch noch ein bisschen mit dem Terrain arbeiten, dass ich das hier noch so ein bisschen anhebe. Eventuell vielleicht. So. Dass das hier einfach irgendwie noch so ein bisschen... So. Dass wir hier einfach noch so ein bisschen mehr den Zuschauern bieten, dass hier noch so ein bisschen mehr los ist. So. Kannst du vielleicht einmal flach machen? Wow. Das wollte ich gar nicht so krass. Ah, jetzt ist doch wieder viel zu viel hier. Hm. Aber hier könnte ich vielleicht noch... Warte mal, ich muss es mal kleiner machen. Das ist zu klein. So, das ist hier noch so eine Verbindung, dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Tunnel. So, aber so ein bisschen smooth noch. So. Hier müssen wir noch so ein bisschen was dran machen. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Form, oder? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt noch so ein bisschen mit Bäumen. Jetzt haben wir hier doch auch gleich viel mehr Theming noch eingearbeitet. Und hier unten sollte ich wohl auch noch einen Drachen hinbauen, der ins Wasser guckt, wurde mir geschrieben. Im Wasser sitzt. Das können wir natürlich auch noch machen. So, hier kommen erstmal noch ein paar Tannen hin, die wir hier so leicht versenken. Okay. Die hier müssen wir vielleicht ein bisschen mehr einzeln nach rechts verschieben. Sonst haben wir das Problem, dass die unseren Fahrgästen durchs Gesicht klatscht. Der hier muss noch da rein. So. Jawohl. Das wird doch. Nee, die platziere ich lieber einzeln. Custom, wo hatten wir die denn? Nature. Die waren recht weit. Nee, die waren gar nicht recht weit hier unten. Die waren hier. So. Pinia, die kommt. Kommt da noch eine hin? Hier unten können wir vielleicht noch ein bisschen mit Büschen arbeiten. Da noch ein Bäumchen hin. Also komm, das ist doch richtig cool jetzt hier schon, oder? Ich hätte nur vielleicht den Tag anhalten sollen. Das wäre vielleicht jetzt gar nicht so doof gewesen. Na gut. Ich überlege, ob ich hier auch nochmal so ein bisschen, auch nochmal so einen letzten Tunnel hinmache bei dem Bereich hier. So.
So, da bin ich wieder. Da hat sich tatsächlich eben mein Planet Coaster verabschiedet. Dämlicherweise, ohne dass ich gespeichert habe. Aber das Spiel scheint sich irgendwie selber gesichert zu haben an diesem Punkt. Was natürlich sehr praktisch ist. Weil das hier alles, das hatten wir noch nicht gemacht gehabt. Beim letzten Mal. Ne? Das ist ja alles, oh. Praktisch. Nur hier hinten das. Das müssen wir nochmal neu machen. Aber das macht ja nichts. Das ist ja jetzt nicht viel. So, da hatte ich das hier. So, und wollte das so hier dran bauen. So irgendwie. So. Bin ich jetzt aber gerade sehr, sehr happy drüber, dass das Spiel es anscheinend autogesichert hat. So, ich werde mal gerade ein bisschen das hier alles beschleunigen. Denn wir sehen jetzt hier hinten gar nicht großartig, was wir machen. Wir wissen nicht, was wir tun. Okay, unten noch ein bisschen. So. Ich würde das hier vielleicht tatsächlich sogar enger machen, diesen Tunnel. Ja, so ist doch irgendwie cooler, oder? So, jetzt kann ich die Zeit wieder normal schnell laufen lassen. So, und hier noch so irgendwie. Das ist doch cool. Das gefällt mir. Müssen wir uns nur noch was einfallen lassen für da hinten drin. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich wirklich cool so. Oh, ich sehe schon, wir sind noch nicht am Ende mit Berg. Wir können hier noch einiges rausholen. Wir können noch einiges hier rausholen. Ich wollte hier unten, wollte ich noch Büsche reinhaben. Das machen wir gleich mal. Aber ich speichere jetzt gerade erstmal vorsichtshalber. Ich bin jetzt so ein bisschen vorsichtig geworden. Dass er es einmal zwischengespeichert hat, muss im schlimmsten Fall nicht heißen, dass er das immer tut. Ich halte jetzt mal gerade die Zeit an. So, genau, diese Bush Collection hatten wir hier. Ich muss darauf warten, genau, dass da der Zug durchkommt, damit ich hier auch sehe, was ich tue. Nicht, dass wir hier dann Büsche hinsetzen und die klatschen denen durchs Gesicht. Das ist ja nur auch ein bisschen ungünstig dann. Äste im Gesicht können schmerzhaft sein. So. Da noch. Wir könnten hier natürlich auch Steine noch hinlegen. Ist halt die Frage, ob das überhaupt nötig ist. Lass uns immer hier ein bisschen weiterfahren durch den Tunnel. Ja, ein bisschen was machen wir hier noch hin. So. Könnten wir rein theoretisch auch nochmal so ein bisschen Wasserdampf drunter setzen. So. Special Effects und dann Steam Large. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz cool hier mit diesem Dampf. Beziehungsweise mit dem Nebel hier. Machen wir das hier auch noch so ein bisschen in den Tunnel rein, würde ich sagen. So. Zack. Ah, das ist doch cool hier, oder? Das ist doch sehr, sehr cool. So. Und vielleicht noch so jetzt etwas noch in die Wände rein? Nee, komm, das reicht eigentlich, oder? Vielleicht noch einmal über Kopf. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ah, das ist so toll.
Ich gehe gerade wieder richtig drin auf, Leute. Was für mich momentan auch wichtig ist, oder generell wichtig ist bei so einem Spiel, ist wirklich, dass man Spaß am Bauen hat, denn ansonsten vergeht einem generell recht fix der Spaß daran. Wenn man jetzt alles nur vorgeneriert baut. So, jetzt kommt noch von oben ein bisschen Dampf runter. Gut, das ist doch, oh, das ist doch richtig nice, ist das doch hier. Das ist so toll, das ist so toll. Ich liebe es. Ich will hier einmal sehen, wie das aussieht, wenn hier der Zug durchkommt. Los, Zug, komm durch. Oh, jetzt kommt er gleich. So, und dann würde ich nämlich auch sagen, dann war es das schon wieder für diese Folge. Ach, das ist doch so cool. Wie der guckt, wie der guckt. Oh, es ist so viel, wie die alle gucken. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann auch für heute von euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem, ja, jetzt mehr und mehr gethemten Hoffersons Fluch haltet, was ihr von dem neuen Design hier haltet. Wir werden auch definitiv die Sachen nochmal fahren. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber wir sind ja jetzt speziell die Achterbahn bzw. alles in Berg sind wir erst vor ein paar Folgen gefahren. Und deswegen möchte ich hier gerne erstmal ein paar Veränderungen dran vornehmen, bevor wir das Ganze nochmal fahren, damit wir das auch sehen können. Und ja, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!